Ja, hallo liebe 96-Fans, wir sind hier fast live aus der HDI-Arena. Bei mir zu Gast ist heute Marvin Bakerlords. Bakker, Samstag habt ihr gegen Nürnberg mit dem 2:0 den erhofften Befreiungsschlag gelandet. Seit gestern seid ihr wieder in der Vorbereitung auf das nächste Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Wie spürbar ist dieses Erfolgserlebnis bereits in der Mannschaft? Ja, auf jeden Fall spürt man es, weil wir haben ja lange auf den Sieg gewartet, auch auf den Heimsieg. Und von daher ist die Euphorie jetzt groß. Und wir wissen aber auch, dass das jetzt nicht das schönste Spiel war und wir viel Arbeit noch vor uns haben. Aber damit haben wir jetzt begonnen und wir freuen uns riesig auf das nächste Spiel. Du selbst warst neben Wolles laufstärkster 96-Spieler auf dem Platz. Auch deine Zweikampfwerte waren stark. Sind das Qualitäten, mit denen du der Mannschaft auch in Zukunft regelmäßig weiterhelfen möchtest? Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich meine Spielweise, das spiele ich gerne. Im Grunde genommen sind das so die Tugenden, die sowieso jeder Spieler auf den Platz bringen muss, damit man ein Bundesligaspiel gewinnt. Aber ich versuche mich natürlich mit meiner Zweikampfstärke und Laufstärke da einzubringen und auch gegen Hoffenheim versuche ich das. Blicken wir ein paar Wochen zurück. Du hast gegen Dortmund in Dortmund dein erstes Bundesligator für 96 geschossen. War das trotz der Niederlage ein besonderer Moment? Ja, man verliert ja ungern. Von daher, ja, war es so ein bisschen komisch, weil es auch mein alter Verein war. Aber man freut sich natürlich immer über ein Tor. Ja, wir haben das Spiel verloren, deswegen im Endeffekt habe ich mich darüber nicht so extrem gefreut. Auch dein ehemaliger Mannschaftskamerad Florian Hübner hat zuletzt mal wieder für Union Berlin getroffen. Wir wissen ja alle, dass ihr euch sehr gut verstanden habt. Habt ihr noch Kontakt und wenn ja, wie sieht er aus? Ja, sehr viel. Wir telefonieren, wir schreiben über WhatsApp und eigentlich so gut wie nach jedem Spiel. Ich freue mich auch riesig darüber, wie es für ihn läuft, gerade auch persönlich. Er spielt viel. Die spielen oben mit, können es auch schaffen, so wie es aussieht. Und von daher, ich freue mich riesig darüber, wie es Hübi da drüben geht. Und wir stehen natürlich im regen Austausch. Vor 2,5 Jahren seid ihr beide gemeinsam zu 96 gekommen. Ist es vielleicht aktuell deine bisher schwerste Zeit hier mit der Mannschaft? Natürlich, also es ist eine schwierige Situation auf jeden Fall. Aber wenn man gerade zu Saisonende das dann doch schafft und den Klassenerhalt klar macht mit den Fans im Rücken, dann kann das schon ein geiler Moment sein, auf den man auch zurückblickt nach der Karriere. Also es geht nicht immer nur um Aufstiege in der Karriere oder um irgendwelche Meisterschaften. Diese Momente, die so schwierig sind zu meistern, darum geht es mir auch ein bisschen, ja. Am Samstag geht es jetzt nach Hoffenheim. Das Hinspiel hier in der HDI Arena war trotz des 1:3 nicht schlecht. Ihr habt erst spät das 3:1 kassiert. Was erwartest du am Wochenende für eine Partie? Es wird wieder eine starke Mannschaft auf uns treffen. Haben letzte Woche gegen Dortmund das Spiel noch gedreht, haben eine brutale Offensive, stehen natürlich auch gut kompakt hinten. Also es wird ein sehr schweres Spiel, es wird alles abverlangen, aber vielleicht brauchen wir gerade das jetzt in dem Moment. Wie könnte unsere Erfolgsformel aussehen, damit wir da was mitnehmen? Ja, wir müssen einfach wieder die Grundtugenden auf den Platz bringen. Anders gewinnst du kein Bundesligaspiel, das ist einfach so, ja. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir so ein bisschen Euphorie wieder reinkriegen, wenn wir die Fans mitnehmen können und gemeinsam wissen, der Mann auf dem Platz neben mir tut alles für mich. Und wenn das wieder spürbar ist, dann machen wir da schon einen großen Schritt nach vorne. Sehr schön. Vielen Dank. Danke Und auch. vielen Dank, liebe 96-Fans, fürs Zuschauen und bis bald.